Positive Daten zum Einkaufsmanager-Index werden in der nahen Zukunft leider nicht viel verändern können. Hernan Merino, Vision Advisors AFI. Die deutschen Daten zum Industrieeinkaufsmanager-Index stiegen im April mehr, als viele angenommen hatten. Einen Anstieg fixierten auch die europäischen Daten zum Einkaufsmanager-Index, und zwar bis auf 51,7. Inwiefern werden diese Ergebnisse das Euro-Pfund-Paar in der nahen Zukunft beeinflussen? Diese Ergebnisse haben keinen Einfluss darauf, was mit dem Euro-Pfund-Paar gerade passiert. In der vergangenen Woche wurden die deutschen Daten zum Konsumpreisindex veröffentlicht, die leider recht schwach ausgefallen sind. Die jüngsten Ergebnisse sagen uns, dass die Europäische Zentralbank die Inflation in den Griff bekommen hat, was für die Bundesbank wiederum ein sehr wichtiger Moment gewesen ist. Die Daten zum Einkaufsmanager-Index werden leider keinen wirklichen Einfluss haben, da die europäische Wirtschaft sich heute immer noch in einer Wiederherstellungsphase befindet. Die Möglichkeit, dass Großbritannien aus der EU austreten könnte, setzt den europäischen und auch den britischen Markt stark unter Druck. Die Händler haben sich zurückgezogen und warten ab. Am 23. Juni wird das entsprechende Referendum endlich passieren. Wie wird die mittelfristige Reaktion dieses Währungspaares aussehen? Die Märkte werden großen Schwankungen unterliegen. Der Pfund wird seine Positionen etwas aufgeben. In den kommenden 3 Monaten wird das Euro-Pfund-Paar steigen. Bei welchen Niveaus wird sich dieses Währungspaar in den kommenden 12 Monaten einpendeln? Nach 3 aufeinanderfolgenden recht volatilen Monaten wird sich der Markt wieder beruhigen. Ich denke, dass man das Thema Brexit heute stark überschätzt. Nach 3 Monaten wird der Pfund seine Positionen wieder stärken. Dabei wird das Paar unter 0,90 sinken, und zwar bis auf 0,83 oder 0,84. Hernan, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran. Auf Wiedersehen.